So, du bleibst hier. Genau, und dann halt tüfteln. Wo machen wir jetzt wirklich den Craft-Bereich und den Lagerbereich? Das ist die Frage. Machen wir Taschen mal leer? Muss ich mal angucken. Ich hätte schon gern, dass alles schön zusammen ist, dass man, ne, man geht ins Lager, also man lootet, man fährt mit dem Auto dann da drauf und in die Garage. Also muss das Lager und den Crafting-Bereich, der muss darüber. Normal wollte ich ihn hier oben irgendwo hinzimmern, aber ich glaube, ich mache es lieber kompakt. Alles an einer Stelle. Kommt geiler und ist ordentlicher. Ja, angenommen, wir waren jetzt Lude. Zack. So, bin wieder zu Hause. Immer hier der Pickup, neben dran dann der SUV. So kann man hier dann überall noch Spinde hinstellen und ein bisschen Deko und so. Ja, weil alles, was mit dem Auto zu tun hat, ne? Motor, Batterie, Zündkerze, ganze Regale, wo ich mir noch klauen will. Mit Deko, Gedönse. Genau, und dann kommt man hier raus. Da ist dann der Chiller Place. So, und wie könnte ich jetzt hier noch ein Lager mit integrieren? Da hinten machen wir auf jeden Fall den Schmiedeplatz. Das gibt die Fischfarm. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie man das Lager da oben drauf klatsche. Dann hätte man das Ziel 1 soweit erledigt, ne? In den Gardebereich auf dem Dach. Vielleicht noch irgendwie Türmchen nach oben. Das könnte man aber hinten machen. Ich hätte gerne so einen Mittelzentralpunkt, wo nach oben geht, wo man dann einfach eine Feuerschraube anmacht. Wo dann schön qualmt und man hat dann den kompletten Überblick hier, wenn der Nebel kommt. Viele Baustelle. Und am liebsten würde ich gleich alles auf Emo einfach bauen, aber es geht halt nicht. Ach guck mal, Revolver, ich habe den Axt gesucht. Ich nehme mal die ganze Fressalie hier mit. Du hast noch eine Axt. Safe ist doch irgendwo eine Vorschlaghammer, den wir vorhin gesucht haben. 100 pro. So. So, wie wär's denn, wenn man hier... Also, das war jetzt mal Idee. Wenn man hier eine Treppe hochzaubert und macht da noch ein Stockwerk drauf. Man baut doch so ein bisschen die Höhe. Garage, wir kommen vom Lude, wir gehen dann die Treppe hoch. Dann kommt erstmal der Lagerbereich. Dann noch eins weiter nach oben kommt der Crafting-Bereich. Und das könnte man wiederum verknüpfen mit einer Plattform, die dann hier so entlang geht, wie so kleine Brücke. Und hier rausgeht. Obwohl das mit der Brücke, glaube ich, Quatsch ist. Aber das können wir mal angehen. Ob es was wird, sehen wir dann. So, Esse trinke sieht gut aus. Okay. Let's go. Dann nutzen wir wieder unser Trick. Bauen wir kurz eine Karre. Und da müssen halt noch Stämme drauf, dass man da die optimale Höhe erreiche. Ich benutze halt gerne die Karre für den Trick, ne? Mit dem Übereinanderbau. Halt, dass es sauber aussieht. Man könnte es ja einfach so setzen, aber ich bin irgendwie so ein bisschen penibel. Ich will, dass es halt gerade und dass es richtig gut aussieht. Oh, ups, hä? Ich kann da nicht anders. Obwohl, das dürfte auch schon gehen. Guck mal. Im Notfall geht es auch mit der Säge, wenn man jetzt Kickerer hat. Das haben wir ja alles schon mehrmals probiert und gezeigt und gemacht. So, zack. Ziemlich die Mitte. Dann brauchen wir hier einmal eine kleine Fundament. Jetzt halt gucken, wo das Fundament verschwunden ist. Na komm. Ja, da war er, da ist er. So, und jetzt gucken wir, dass wir das gerade hinzimmern, ne, dass das schön passt. Kann man dann wieder Doppelwand ziehen. Warte mal. Boden setzen wir wieder drin auch. Müssen wir den Boden nochmal neu, also drüber setzen, quasi übers Fundament, damit wir okay Höhenunterschied haben. Ich glaube aber, das dürfte gehen. Und zwar hier so ein bisschen durch, ne? Ist das hier auch der Fall? Ne, okay, weg damit, nochmal neu. So nicht. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay. So, und schon können wir unseren nächsten Stock drauf bauen. Aber es wird halt jetzt ein bisschen ja, rumgetüftelt mit der Bücher, ne? Bauen wir hier mal noch eine Treppe hoch. Kommt dann nochmal kleine Türen. Ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Ach so. 45 Grad. Bin angepasst. Ich orientiere mich dann immer so ein bisschen an der Lücke da. So, zack. Ja, das ist gut. So, Bretter und Nischel. Ich hoffe, dass das nächste Update das irgendwie Standard dabei hat, dass es einfach überall Snapping funktioniert. Ist auf jeden Fall angenehmer. So kostet es halt mehr Zeit, aber ich will es halt auch gescheit machen diesmal. Die Wasserbase, das ist hier so mein Markezeichen, das ist so mein Ding, mein... Ja, so will ich alles 100% an.
komplett detailvoll, effizient. Die Base soll 100% Niceness sein. So viel zum Thema 100%. Aber da bauen wir später ein Boot drüber. Das passt. So, jetzt muss ich gucken, wie wir das da jetzt am besten machen. Wir müssen dann da hin. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Genau, Boot. Ich speichere hier nochmal. Testen wir das mal kurz. Na, hier so. Zack. Gibt's halt ein bisschen größere Garage. Aber es ist dann halt geil. Du hast halt Garage, Lager und Craft-Bereich. Alles in einem. Ich glaube, das ist so gut, die feine Sache. So, zack. Und da müssen wir wieder kleine benutzen. Das Problem wird nur, ob ein Tripper dann irgendwie Wände wieder zu zimmern. Das ist ein Kackproblem. Ne, dass man noch ein Stockwerk drauf kann. Das wird, glaube ich, ekelhaft. Aber wir probieren einfach mal aus. So, zack. Genau. Eins, zwei. Dann müssten wir hier in der Mitte... Ah, shit. Trennwand kann man hier nicht setzen. Das wäre schlecht. Dann würden wir den Weg blockieren. Ich baue es immer fertig. Mehr Nuke saved. Ich muss probieren. Ich habe sogar die richtige Höhe erreicht. Guck mal. Nice. Okay. Bringt nichts. Müssen wir so machen. So, schön langsam. Warte, immer snapping, dass wir die richtige Richtung haben. Und dann hoffe, dass es passt. Vor allem von der Höhe, weil es fällt immer später auf. Es fällt wirklich immer auf. Das ist aber in Ordnung. Einmal snappen und go. Shit. Das meine ich halt. Braucht halt Zeit. Ich bin halt wirklich mal gespannt, wenn der Entwickler das wirklich so macht, dass man irgendwann später halt auf die Konstruktion achten muss, ne? Nicht, dass deine Base irgendwie zusammenkracht, so wie bei No One Survived oder bei hier Night of the Dead. Geil würde ich es finden, aber das ist ein komplett anderes Level. Da muss ich wirklich dann richtig krass aufpassen. Sonst stuft halt alles einfach zusammen und hast gelitten. Genau, das habe ich gemeint. Fuck. Warte mal, hier passt es, aber hier nicht. Weil die Plattform... Ah, scheiße, warte. Können wir das vielleicht hin? Ja, können wir reden. Ist können wir reden. Ja. Okay, machen wir gleich. Müssen wir halt nochmal Boote quasi auf der Boote setzen. So, und dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Zack. Die Statik bei Valheim finde ich extremer. Ja, aber genau das würde ich geil finden. Ich weiß, was du meinst, mir heute ist ja Armut gespielt gerade, aber irgendwie hätt's was. Halt, wo du wirklich drauf achten musst, wenn du ein geschlossener Raum hast und du baust du Feuer irgendwie hin, du kannst dran ersticken. So Zeug, wenn man darauf achten müsste. Irgendwie wär's nice. Was da wird auch nochmal problemische, ne? Du willst dann später Wände drauf zu ziehen? Warte mal. Ja, dann kann man hier nämlich ganz gemütlich rein. Da drin ist hier dann Wohnbereich und alles. Mal gucken, wie weit wir kommen mit der Wende. Das wird jetzt, glaube ich, sehr interessant. Oh weh. Oh ja, und wie interessant das wird. Muss noch nicht fertig, aber vielleicht machen wir Dode-Generatorin. Ich bin da überlegen, ne? Da wo er halt nicht stört. Und sonst starrst du die ganze Zeit das Bumm in die Ohren. So, okay. Jetzt müssen wir gucken. Wie mache ich das hier am besten, so dass es halt aber auch geil aussieht? Lagerbereich, Crafting-Bereich. Ich brauche die Karre. So, warte. Ja, ich glaube, du kannst mal ruhig wieder Fundamente nutzen. Na, hier so. Und dann vertuschen wir das eben wieder wie gewohnt. Und das sieht... Ah, ist das ja richtig gut getroffen. Nice. Okay. Ja, ganze Arsch voll Zeit gespart.
Okay, Moment. Wenn das Spiel eine Statik hätte, dann würde alles zusammenfallen. Ach du Scheiße. Ich mag das irgendwie so, ne? Wenn das wirklich so ist mit der Statik und so, dass du halt Werkstoff achten musst, wie du was baust. Ich mag das irgendwie. Oh, ich hoffe, das passt hier. Ich hoffe, das passt. Ja, könnt. Ah, das. Na, das ist halt schwierig hier. Allein schon wegen der Wände. Oder mache ich ein freier Bereich? Das, was quasi einfach auflässt und macht einfach Zäune hier außenrum. Müssen wir probieren. Müssen wir einfach mal gucken. Könnte ekelhaft sein. Ich bin mir nicht sicher. Und da brauche ich mal auch noch so schräge Balge irgendwie, wo man auch noch irgendwie setzen könnte. Das ist nix. Das ist nix, wenn ich jetzt überlege. Hier die Wände zu ziehen. Oder hier die Gitter so zwischendrin. Ich kann es probieren, aber wenn es nichts aussieht, dann lade ich nochmal kurz neu. So irgendwie. Dann nervt es aber halt hier mit deiner Stimme. Ich muss eine Lösung finden. Wände hier hoch. Irgendwie Wände zu ziehen. Ja, dann können wir hier ein Fundament setzen nach oben. So. Zack, und dann könnten wir hier nämlich zumachen. Zack. Oder mal klatscht noch mal was hin. Ich lass mal auf. Mal gucken, vielleicht fällt mir da noch was ein. Aber so kriegen wir dann Deja da oben. Ach, Deja, hier Wände und alles. Und es ist schön vertuscht. Wenn man es jetzt ganz genau nehmen will, man will hier irgendwie noch, ne, irgendwie was verstaue an Motore und die ganze Regale und so. Hätten wir hier jetzt Arip, ne, einfach normale Wände ziehen und so, dass du durch Ammo gerade schnell vertusche. Warte mal, zack, 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 zack. Es gibt ja bestimmt später irgendwie Performance-Probleme. Ich hoffe, bis dort ist das Update raus. So, das Do-Fenster ist auch dann unnötig. Das machen wir auch zu. Zack. Zack. Genau. Hey, so lasse ich das. Ja. Dann können wir auch ganz getrost abspeichern. Und weiter probieren. Aber genau das liebe ich halt immer, ne? Das Rumtüfteln, das Probieren. Gerade wenn es noch nicht so wirklich im Spiel, ne, fertig ist und so. Vieles funktioniert noch nicht. Hier? 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 Und... Nein! Oh fuck, wo ist er hin? Nein, 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 nein. Komm ich weg. Zack. Genau, und jetzt können wir hier Wände ziehen. Und dann haben wir das hier vertuscht. Machen wir da hinten noch eine Tür, dass wir da reingehen können. So, na, dann könnte man hier jetzt als die ganze Regale hinstellen und so, alles, ne, die Autoteile, Zündkerze, alles dort hinstellen. So ohne Trünner könnte man auch noch dicht machen, das können wir gerade noch schnell machen. Wenn wir gerade dabei sind, komm, ziehen wir da durch. Warte. Ja, die Treppe. Das könnte man komplett zumachen eigentlich. Ja, komm, machen wir. Eins, zwei. Wieder eine Eingang. Da setzen wir dann wieder eine Türrahmen drin. So ist aber schon eine Plattform. Also können wir hier einfach hingehen. Einmal. Ich mache hier auch mal eine Tür rein. Ne? Ich glaube. Vielleicht mache ich nur den Motor drin. Den Generator. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Zack. Zack. So. Und so sieht die Geschichte jetzt aus. Hat hier schöner Bereich fürs Auto. Ne? Für alles, was mit dem Auto zu tun hat. Generatorplätzchen. Das hier könnte man zumachen, man kann aber auch irgendwas draus machen. Ich lasse es, wie gesagt, jetzt erstmal auf. Gucken wir weiter. So sieht's gut aus. So bin ich zufrieden. So, und das Geile ist, jetzt können wir hier einfach ganz gemütlich hingehen. Wände ziehen. Zack. Es gibt immer eine Lösung. Ich sag's doch, ich sag's doch. Ah, wollen wir nehmen. Können wir eigentlich auch noch Fenster hinmachen, ne? Machen wir doch noch Fenster hin. Wie es aussieht. Könnte man da draus was machen, dass wir das hier verknüpfeln hier? Zack, darüber. Macht das Sinn? Sollten wir das machen? Warte mal. Fenster. Doch, könnte man machen.
Mal gucken, wie es aussieht. Ansonsten müssen wir doch nochmal neu laden. Ist es so? Lass mal doch schön Abwechslung drin grinnen. Ja, das könnte gehen. Dann hätten wir doch noch eine Verknüpfung, wo man dann einfach in den Wohnbereich gehen kann, ganz simpel. Man kann von beide Seiten drin. Das ist quasi alles accessible. So, einmal, zweimal. Zweimal. Könnte, oder? Gucken, wie es aussieht. Ja, doch, wenn du da noch eine Tür drin ist, hier dann überall noch Zäunscher bis hier rüber. Und schon wieder Regen. Ich habe jetzt meine Karre hingestellt. Oh nee, lass mich rode. Safe da ohne Drohne jetzt irgendwie, ne? Ja, natürlich, da ist er. Ich sehe ihn. Ne? Ach, Kacke. Genau das, was ich ultra vermeiden wollte. Scheiße. Da, wenn wir Glück haben, ist er beim nächsten Lade wieder oben. Aber ich glaub's irgendwie nicht. Uiuiui, was ist jetzt los? Hallo? Ah, je mehr mir baut, desto mehr struggelt der gerade langsam. Immer mehr. Man merkt's richtig. Guck mal, jetzt macht er wieder seine Zappel-Action. Okay. Alles klar. Ja, ist okay. Ist okay. Komm, bleib hier. Ah. Nice. Komm, ich baue so, ich speichere mal kurz. Ich lade nochmal neu. Irgendwas ist so gerade kaputt gegangen beim Spielen. Irgendwas ist so gerade ganz base kaputt. Je mehr mir baue, desto schwieriger wird's. Besser ist es. Komm. So. Redes. Oh. Kleiner Paneele, lecker du. Okay, weißt du was? Ich lasse Domo die Finger gerade weg. Ich mach Domo weiter. Ne, dass wir totes Lager und so weiter hinballern. Ich baue das vielleicht später fertig. Ich traue der Sache gerade irgendwie nicht. Also irgendwas ist da vorne kaputt. Irgendwas wird da berechnet vom Spiel und zwingt das Spiel irgendwie in die Knie. Keine Ahnung. Wirkt sehr seltsam. We need some Böden. Guck, jetzt kann man das schön hier. Guck das an. Schön vertuscht. Wunderbar. Genau so soll das sein. Na, komm, du hotchst, warte. Ah, gut. Obwohl das gar nicht so verkehrt aussieht hier, ne? So kleiner Übergang. Hier dann die Werkbänke hin und alles. Nee, mich stört, dass du allein schon kommst. Ich setz den Boden gescheit. Zack. So, und schon sieht's aus wie gewollt. Schön sauber, alles symmetrisch, perfekt. Ich gehe mal kurz schlafen, es fängt schon wieder an zu regnen. Also heute mal echt gar kein Glück. So. Weiter geht's. Wände ziehen. Hier, Wände ziehen. Buff. So können wir wieder normal die Wand machen. Buff. Da müssen wir halt, ja, mal gucken, was man da machen könnte. Entweder ich lasse es auf und mache irgendwie eigenes Fenster drin, so großes. Oder ich setze halt einfach die Wand, aber es ist halt, das wird schwierig, ne? Kann es probieren. Es ist wertvorsprach. Na komm. Naja, da müsste ich irgendwie eine Möglichkeit finden, aber ich müsste hier irgendwie. Und andererseits, wenn ich jetzt hier irgendwie stehen könnte, wäre das super. Okay, machen wir später.
Machen wir später. So, da haben wir Fenster. Da können wir dicht machen. Da können wir auch dicht machen. Oder? Ja, doch, komm. Oder? Warte mal. Ne, ich mache hier Fenster hin. Hier machen wir Fenster hin. Ich muss jetzt gerade nur über... Okay. Überlege, wo ich die Treppe hinmache für das nächste Stöckelchen. Und dann müssen wir uns wieder eine Karre herstellen. Und eine Karre am besten immer nur benutze zum Bauen und dann irgendwo du hinstellst. Sonst haben wir das Problem, dass er so wie der andere jetzt auch wieder unterm Wasser steht. Ist halt saudoof, ne? Der... Also irgendwas ist doch gerade mit dem Licht. Die Sonne ist irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, wo machen wir die Treppe hin? Gewesen, wenn man immer hier hochgehen kann. Und dann einmal hier hoch. Dann müsste man da Wand setzen, da Fundament hoch. Dann hat man hier so ein Treppehaus, wo einfach hier so und hoch und hoch. Ich glaube, das ist gut. Das könnte man machen. Ja, mach, mach. Let's go. Vorsichtshalber speichern. Okay. Ich brauche ich? Blub. So, macht das Sinn? So. Eins, zwei. Da. Und dann halt final der Boden. Und oben können wir ja auflassen. Machen wir offenes Lager. Sonst müsste ich hier jetzt wieder alles so bauen. Und das Problem ist, hier haben wir halt keine Doppelwand. Also es wird auffallen und das wäre schwierig. Ich mache es erstmal so. Genau, dann könnte man den Bereich hier einfach absperren. Brauchen wir sowieso nicht. Das Fenster war dann eigentlich auch wieder komplett stupid. Brauchen wir absolut nicht. Gucken wir mal, was wir draus machen. Einfach gucken. So, wir brauchen Treppe. Warte. So, schön gerade. Ich glaube, das ist okay. Dann brauchen wir wieder ein paar Bretter. Dann ist es schon wieder alles leer. Ich hoffe, ich habe hier irgendwo noch ein bisschen was drin. Naja, man hat noch. Sieht schlecht aus. Ja. Ja, dann brauchen wir erstmal ein paar Bretter. Und ich baue mir noch eine Karre. Ja, ich brauche noch. Mit dem ist es wirklich viel angenehmer, das zu machen. Als die nächsten Stockwerke zu bauen und so. Nehmen wir uns den hier. So. Ich glaube, das ist okay. Man kommt hier hoch, ne? Kann dann schön hier schnippidibab. So, und dann müsste ich hier halt gucken, wie dem Boden, dass man hier irgendwie. Boden durch Rindzimmere, das. Ja. Hallo. Toll. einfach gestoppt, die arme Sau. Ah ja, okay, sicher. Immer mal. Boden, Boden. Ey, warte mal. Eins, zwei. Noch zwei große, dann hier die Wand ziehen. Boah, das gibt einen kleiner Crafting-Bereich, ne? So viel brauchen wir ja eigentlich an. Wir brauchen die Werkbank, Repair Bench. Doch, das kennt lange. Ist kennt lange. Komm, bringen wir mal die Lage. So. Ich darf doch halt hier kleine Sitze. Also ich, sonst hätte ich hier jetzt nochmal kleine Plattformen gesetzt. Damit man einfach Wände ziehen kann. Aber jetzt ist hier alles so schön aufgeteilt. Das wird mir alles zerstören, wenn ich das jetzt so mache. Ich lasse es erstmal so. Zack, zack, zack. So. We need some more Wände. Oh, bitte. Oh, wie geil. Ah, nee. Scheiße, ich muss nochmal außenrum. Ich muss gucken, ob das... Ob die Seite richtig ist. Nee. Warte mal. Ich bin mir jetzt doch nicht sicher, weil ich glaube, der macht die Stämme hier, die macht er jetzt außerhalb. Und das will ich nicht. Genau das will ich nicht. Ich muss es einmal drehen. Schnippidibab. So, nochmal. So, diesmal drehen wir es mal so. Und hoffe, dass es passt. Nee, es ist wieder außerhalb. Ihr müsst auch irgendwie ihr Pfeil dran sind oder so, dass man sieht, in welche Richtung. Welche ist die Innenseite, welche der Außen, nicht für die Außenseite. Das ist schon ein Pain. Ja,
Jetzt. Nein! Oh, jedes Mal, wenn er snappt, resettet sich das komplett. Hör doch auf zu snappen. Das sieht gut aus, ist aber zu weit außen. Shit. Ja, dort kann ich leben. Boom. So, na, look at this. Ist zwar clean die Lücke, aber es ist halt saudumm, das irgendwie so manuell rumzubewegen. Hallo, Manuel. Eine Stunde lang jetzt so dran rumzuge, ist halt arg kacke. Das ist okay. Bisschen trinken wäre mal nicht verkehrt. Komm, zieh da mal ein bisschen was drin. Ihr Leid, trinken was, gell? So, warte mal. Können wir das doch vielleicht so machen? Dann könnten wir die Hünne zumachen. Das fällt dann schon mal... Ja, doch, das fällt dann nämlich so auf. Hier dann genauso. Ich guck mal, wie ich die Raumeinteilung machen könnte. Ja. Probier mal aus. So. Und so. Genau, und jetzt müssten wir hier nochmal hingehen können, die Wände ziehen, dass das später mir auffällt. Hier, an die Seite hier. Genau. Einmal hier hin. Auf einmal hier hin. Zack. Muss bei jedem Sätze mittlerweile Werkstatt notdenken. Ansonsten ist es halt immer verkackt. So, kriege ich nur lange die Wand hin. Dann müssen wir halt mit der halben schaffen, so. Zack. Zack. Genau, und dann musst du jetzt auch noch in die hin. Dann hätten wir hier einen kleinen Abschnitt, der halt eigentlich okay ist. Doch, das ist okay. Kann man zum Beispiel noch eine Kiste hinstellen oder ein paar Palette, irgendwas hinstellen wollten. Ja, deko-mäßig oder so. Mal gucken. So, dann bauen wir hier. Vielleicht so. Ne, ich schätze gern weiter vorne, hier irgendwo. Am besten so in die Stimme rein. Das ist ein Problemchen. Und... Oh, warte. Geh du mal kurz aus der Fies. Komm her. Zack. Ne, ganz vergessen. Treppe. Probier's, ob's geht mit der Treppe. Vielleicht haben wir doch nochmal Glück. Na komm. Macht er nicht. War vielleicht so, aber das wird jetzt richtig widerlich. Das Dono noch nicht baut, Eva. Der Bereich hier. Okay, muss ich umdenken. So, machen wir Tür hin. Weißt du was? Ich entferne die Dono und machen wir normal die Wand hin. So kleine Halbi. Ganz so viele Eingänge brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, warte. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, das ist gut. Zack. Genau, dann kann man durch die Türe setzen und hier macht man dann halt einfach... Normal habe ich gesagt, das Lager hier hin, aber ich wüsste nicht, dass... Alter, das langt doch im Leben nicht für alles. Das wird nicht reichen. Dann müssen wir mit der halben Wende arbeiten. Einmal hier. Und einmal... Oh, komm, machen wir durch Fenster hin. Zack. Genau, so kann man dann rüber verschnüseln, das geht auch. Treppehäuschen, Garage ist dann soweit durch.
Lass mich mal wieder anfangen. Lass mich bitte hier irgendwas hinzimmern, bitte. Wo ist er? Na, komm schon. Ich will doch noch eine Wand hinan. Ist der Baumodus mit doof? Ja, es ist hier noch nicht fertig, ne? Also ich weiß, ich kann mir vorstellen, was du Mensch, aber momentan kostet halt noch kein Mats und so und Snapping ist ein bisschen komisch. Es kam ja echt frisch dazu, ne? Als das Neue hier. Da müssen wir nur ein bisschen Geduld haben. Bis dorthin versuche ich es halt so gut wie es geht, irgendwie. Irgendwie. Ne, vergiss es. Gut, dann muss es jetzt erstmal so bleiben. Dann hoffe ich, wie gesagt, aufs nächste Update, dass es funktioniert. Ist halt jetzt schade. Ich hätte jetzt gerne noch eine Wand gezogen, dass man hier auch schöner flüssiger Übergang hat. Und da kann man dann einfach ganz gemütlich, ne, hier so ist da. Ah, weiß aber, was soll los? Dankeschön für die Munition. Ja, wenn nicht, dann skippen wir das erstmal und mache hier halt jetzt weiter mit dem Craft-Bereich. Da dürfte jetzt alles wieder easy sein, das dürfte gehen. Ich speichere nochmal kurz. Ist halt doof, du wärst halt blockiert, ne? Ich kann gerade nicht das machen, wo ich eigentlich vorhat. Aber egal. It is what it is. So. Das gibt den Crafting-Bereich. Oder soll ich es tauschen? Soll ich es tauschen? Dass man hier den Crafting-Bereich mache und oben ist Lager. Ich versuche es halt so zu machen, ne? Wie gesagt, wir gehen Lude, kommen im Auto daher. Brrr. So, dann klatschen wir alles schön ins Lager. Wir machen hier das Lager. Und dann kannst du das, je nachdem, was du halt brauchst, kannst du dann da oben craften. Entscheidung ist gefallen. Alles klar. Wie geht's hier weiter? Einmal Fenster. Fenster, keine Tür. Hallo. So viel Brücke brauchen wir jetzt auch nicht. Zack. Müssen wir halt dann von außen nochmal gucken, wie es ausschaut. Zack. Und dann hat er mir hier, glaube ich, auch nochmal Fenster gemacht, ne? Ja. Fenster. Lüfte gehen. So, kurz schnüffeln gehen. Ja, und dann doch ein schönes Spitzdach drauf. So zwei Stück oder so. Ich überlege es mal oder ich lasse es einfach flach. Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Es kommt ein bisschen komisch, weil das so abrupt dann auf irgendwo eckig da oben aus ist, ne? Aber es soll halt eben nur der Crafting-Bereich werden. Ob das jetzt Sinn macht, sehen wir gleich. Also wahrscheinlich bleibt es genau so. So, da haben wir wieder Fenster. Und dann hier wieder Fenster. Genau, und die Seite könnte man eigentlich mittig vielleicht irgendwie so, dass man da ein bisschen Abwechslung bringe hier. So. Und recht zu mit halbe Wände. Da hat man von allem irgendwie irgendwo ein bisschen was benutzt. Okay. So, hier müssen wir dann auch noch dicht machen. Mit halbe Wände. Einmal. Obwohl das doch eher zu einem Lager passen wird. Ne? So ganz kleines, saftiges Lager. Man muss hier dran denken, man geht Lude, man craftet das Zeug dann und packt es dann ins Lager irgendwie. Also müsste ich zwei Seiten machen. Oder Einteilung, einmal gecraftete Items und einmal Sache zum Craften. Irgendwie sowas. Im Notfall, wenn man es halt irgendwann, ne, wenn das Update halt kommen sollte, man kann die Sache abreißen, dann baue ich es halt nochmal um. Wird so oder so passieren. Zack. So, jetzt haben wir von allem irgendwie irgendwo was drin. Das du kann man halt schön vertuschen eigentlich, oder? Es fehlen noch runde Plattformen irgendwie. Aber ich denke, so lasse ich es also. Können wir speichern. Ist halt die Frage, ne? Machen wir jetzt oben drauf noch irgendwas? Ich meine, den Gardebereich haben wir ja schon eingeteilt, ne? Vielleicht können wir es verknüpfen damit. War gerade so ein kleiner Gedanke. Oh. Okay. Entweder vertusche oder umsetze. Ja, dann wollte man ihn normalerweise hier hin machen. Ich glaube, da mache ich schon auch wirklich hin.
Okay, das können wir alles so lassen. Da kann man vielleicht noch einen Turm irgendwo hinklatschen oder irgendwie nochmal eine Brücke, wohin hinaus Richtung Fischfarm geht. Und das hier einfach mit dem Dach zu. Nehmen wir einfach Böde, mache einfach zu. Ja, komm, wir machen. Beziehungsweise wir gucken es uns einfach mal an. Ja, da brauchen wir wieder einzelne. Die kleine. Einmal. Zwei. Ja, davor hatte ich eigentlich am meisten Respekt gehabt, ne? Genau den Abteil hier zu bauen. Aber es hat wirklich besser geklappt als gedacht. Genau, Gardebereich. Da kommt dann überall wieder Deko hin. Deko, Deko, Deko. Da kommt der Zäunchen hin. Da kommt der Zäunchen hin. Da kommen die Lichter und so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das dauert noch eine Weile. Und da kommt dann auch nochmal Zäunchen hin, zack. Da kommt dann nochmal, keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Sitzplatz oder so. Eco-Gedönse. So, und das Lager, die Einteilung ist halt, meh. Muss halt gucken. Das wäre eine Lösung. Man könnte es so machen. Auf diese Seite gecraftete Items und hier die Sache führt zum Craften von den Items. Irgendwie sowas. Wenn der Weg rüber, können wir gleich weiter gucken. Wie immer bei einer Wasserbase, ne? Ich halte alles wieder fest, ich mache da wieder schön Bildschirm. Mal da Tür setzen, dann kann man da noch eine Tür setzen. Puff. So genauso, Tür setzen. Wo so auch, überall. Puff. Dass das einen Unterschied macht, ne? Ja, das machen wir so. Lager, Craft-Bereich, ob hin. Notfall ziehen wir später halt wirklich noch ein paar Brücke rüber. Ich will halt, dass alles irgendwie verbunden ist. Richtig schön, sauber und ordentlich. Was hoffen, wenn irgendwann das nächste Update kommt, auf immer kostet die ganze, ne, die ganze Geschichte was. Momentan kostet es halt kein Merz und so. Und dann müssen wir das alles wahrscheinlich nochmal neu bauen. Hoff's nicht. Also wegen der Mats und so, dass auf jeden Fall hier die komplett Base weg ist. Obwohl, selbst wenn, würde ich es wahrscheinlich wieder dann einfach exakt genauso wieder nachbauen, wie ich es gemacht habe. Deswegen ist gut, dass wir Aufnahme haben und alles. Mal gucken. Ja, frische Luft. An die Werkbank durchherklatsche. Okay. Es ist gut. Es ist gut. Das Geile ist halt bei deiner Plattform hier, du kannst später nochmal so Dach drüber setzen, ne? Dieses Stoffdach. Deswegen, ich glaube, das kommt ganz geil später. Ja. Ne, das mache ich von oben. Es ist mir zu krumm. So, zack. Ja, ist angenehmer. So. Ein kleiner bisschen Holzhole gehe. Ich kann das nächste aber gleich mal dran zimmern. Zack. Ne, kann ich nicht. Ich brauche die Bretter. Fuck. Einmal. Zweimal, dreimal. Noch irgendwo einer. Später sowieso nochmal durchschlaufen. Dass man da bloß alles verwerte, was da rumliegt. So, die stelle ich jetzt eben mal da her. Ja, aber wir könnten das noch sinnen. Eins, zwei, drei. Ja, noch zwei weitere. Ne,
Da müssen wir auf jeden Fall Holz holen, komm. Klingt alles nichts. Let's go. Richtiger, ordentlicher Batze. Komm. Solange es noch hält. Gut, das war's. Ein Repair Bench muss her. Man kann ja gleich die ganze Table, ne, die ganze Crafting Tables alles immer mal platzieren. Dann kann ich einfach alles nutzen, was wir da bis jetzt alles gesammelt haben. Nein, ihr bleibt alle hier, ihr bleibt alle. Nein! Nein, der Techno! Der Techno, oh fuck. Das ist eine Techno-Baumstimme. Das muss aber jetzt langsam aufhören. Es darf nichts mehr ins Wasser fallen. Möchte mal ich mal da ohne gleich Barrikade, dass du bloß alles gebremst wird, weil alles, was im Wasser liegt, das wird später so ruckeln. Ja, komm, hau mal rein. Mach doch schon mal ein paar. Ja, ich sah es nur, ne? Es fängt gut an. Es wird immer strenger. Hier mal ein Ruckler, da mal ein Ruckler. Und schon wieder Unwetter, das gibt's doch nicht. Ach, guck mal, warte. Oh, wie geil. Gut. Ah, hallo. Ach Mann, es müsste wirklich mehr sein. Es müsste wirklich mehr sein. Aber ist kein Problem, kann man ja instellen. Vielleicht mache ich das aber gleich. Ich stelle mir kurz deine Spaß da um. Dass irgendwie, keine Ahnung, random bis zu, sagen wir mal, 5 Zombies spawnen können. Um mich rum. So, warte kurz schlafen.